Ich habe das Drehbuch 2016 geschrieben. In dem Jahr habe ich ein Stipendium von der Kunststiftung Baden-Württemberg gewonnen und hatte die Möglichkeit, was zu machen, was ich sonst nicht hätte machen können. Die Geschichte von Kain und Abel habe ich seit Jahren bei mir gehabt und wollte dazu gerne was arbeiten und habe dann sehr schnell entschieden, dass ich einen Film darüber machen will, zusammen mit der Rieke. Der Geschwisterkonflikt ist ein sehr individueller Konflikt und ich habe dann für den Film, für das Setting des Films, nach einer Übersetzung in einen gesellschaftlichen Konflikt von diesem individuellen Konflikt gesucht und wurde angeregt durch was Furchtbares. Und zwar in diesem Sommer 2016, als ich das Buch geschrieben habe, gab es eine Serie von Terroranschlägen in Deutschland. Also Bataclan, diese Anschläge in Paris waren ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr her. Und in einem Regionalzug ist was passiert. Vor einem Konzert in Ansbach ist was passiert. In München, in einem Einkaufszentrum, hat ein Rechtsterrorist Leute erschossen. Und es war irgendwie diese Stimmung von, da passiert was ganz Furchtbares, Unkalkulierbares. Und jemand bringt den anderen um, ohne dass wir wirklich verstehen, warum. Und diese Korrespondenz zwischen diesem individuellen und dem gesellschaftlichen Konflikt hat dann ja, zu der Struktur des Drehbuchs von Live geführt. Musik spielt eine große Rolle. Es geht um ein Live-Konzert, wie der Titel schon andeutet. Und Ja, deswegen haben wir eigentlich so ziemlich von Anfang an zusammengearbeitet. Und in diesem Sommer 2016 habe ich mitbekommen, dass ein großes Musikfestival abgesagt wurde, eben aus Angst vor weiteren terroristischen Anschlägen. Und da haben wir uns halt gefragt, kann das kulturelle Leben, wie wir das kennen, eigentlich so weiterlaufen oder wird aus Sicherheitsgründen es verboten, dass Konzerte stattfinden? und so kamen wir zum Setting von Live. Ja, ich habe klassisch Schauspiel studiert und wollte Schauspielerin werden, seitdem ich klein bin. Ich war nach der Schauspielschule dann eine Zeit lang fest am Theater und habe aber nach diesem Festengagement nochmal in Gießen angewandte Theaterwissenschaft studiert. Und irgendwie im Laufe dieses Studiums und im Laufe der Dinge, die ich neben diesem Studium gemacht habe. Ich habe viel als Schauspielerin gedreht, ich habe Regieassistenz bei großen Musiktheaterprojekten gemacht. Irgendwie ist das in dieser Zeit entstanden. Also das Regieführen hat sich irgendwie so total organisch ergeben. Also es ist nicht so, dass ich eigentlich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, aber jetzt will ich Regisseurin werden, sondern das ist irgendwie so aus mir herausgewachsen oder in mich reingewachsen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt da und es ist irgendwie aus der gleichen Quelle wie das Schauspiel. Es ist irgendwie der gleiche innere See, aus dem es kommt, wenn man so will. Aber ja, jetzt ist es da und es bleibt, denke ich, es macht mir total Spaß und ich will gerne weitermachen. Ja, ich habe als Neunjährige im Blasorchester gespielt. Ich habe in den letzten 10 Jahren hauptsächlich zeitgenössische Musik gemacht. Ich war mit Peaches letztes Jahr auf Tour und habe den Soundtrack für live gemacht. Natürlich hat das alles miteinander zu tun und natürlich wächst irgendwie eine Sprache heran und aus der ergibt sich dann die neue Musik. Und es baut natürlich alles aufeinander auf und ist eine Entwicklung. Insofern natürlich hat mich das beeinflusst, mit Justin zusammen die Musik von Live zu komponieren. Und ich denke, mein nächstes Album wird auch wieder mit elektronischer Musik und Trompete sein. Ja, die Mutter in Live. Es ist ganz richtig, die Mutter ist so eine gottähnliche Figur, wie eingangs schon gesagt, liegt ja Kain und Abel dem Film zugrunde, also die alttestamentarische Geschichte, in der natürlich auch Gott auftritt. Und so ist die Mutter im Film eben so eine gottähnliche Figur. Sie ist insofern auch wirklich so eine Art alttestamentarischer Gott, als sie sich nicht erklärt und einfach die Menschen zack mit dem konfrontiert, was sie will, was sie entscheidet, was sie von den Menschen verlangt, so auch im Film. Insofern würde ich sagen, sie ist nicht ein klassisches Vorbild für die Hauptfigur. Die Hauptfigur versucht Dinge zu tun, die ihr gefallen, also der Mutter gefallen, oder die
sie in die Lage setzen, dass sie wahrgenommen wird und dass sie erkannt wird, vielleicht sogar im besten Fall von der Mutter. Aber es ist nicht in dem Sinne ein klassisches Vorbild, dass sie versucht, ihr nachzueifern oder so zu sein wie sie. Wo wir jetzt gerade bei Vorbildern sind, vielleicht dann jetzt direkt zum zweiten Teil der Frage, wie wichtig sind Vorbilder? Vorbilder sind natürlich unglaublich wichtig und es ist für mich als Person, die im Filmbereich arbeitet, auch im Theaterbereich, aber vor allem im Filmbereich wirklich ein großer Wandel zu beobachten, den ich wahnsinnig begrüße. Es gibt immer mehr komplexe weibliche Figuren, die es vor 5 Jahren und vor 10 Jahren schon gar nicht gegeben hätte. Auch hinter der Kamera, was natürlich absolut großartig ist, gibt es immer mehr Frauen. Da gibt es einfach jetzt langsam in kleinen Schritten, da ist auch noch sehr viel Luft im Glas, aber da gibt es langsam einfach einen Zuwachs an Gleichberechtigung. Und der schlägt sich auch in Drehbüchern nieder, der schlägt sich eben vor allem auch in Figuren wie Wonder Woman nieder oder in Tilda Swinton, die den Löwen gewinnt in Venedig. Also diese ganzen Ereignisse, die dürfen immer noch mehr werden, aber die sind wahnsinnig zu begrüßen und das sind Vorbildmomente, die super wichtig für mich persönlich sind. Rike, wie sieht es aus mit deinen Vorbildern? Ja, also als ich klein war, war mein Vorbild natürlich immer Miles Davis und es hat mich einen kleinen Schritt gekostet, natürlich mich mit ihm als Vorbild zu identifizieren, als nicht mehr lebenden schwarzen Trompeter. Und umso froher bin ich, dass es jetzt Role Models gibt, wie zum Beispiel Helge Gutnersdottir hier. Das bedeutet mir und wahrscheinlich vielen anderen auch sehr viel. Ja, genau, wir haben im Zuge von Live zusammen die Produktionsfirma Lieke Filme gegründet. Also Lisa und Rike, Lieke Filme. Und es hat alles sehr klein angefangen und wir haben diesen Langspielfilm gemacht und kommen tatsächlich jetzt mit Live in die Kinos. Wir planen einen Kinostart für Dezember, wenn es den Kinos gibt und freuen uns sehr darüber. Genau, natürlich arbeitet es schon so ein bisschen, wie es weitergehen kann. Diese Sachen sind halt ultra geheim und deswegen können wir jetzt natürlich nicht darüber reden, aber sie stecken in den Kinderschuhen, aber auch diese Kinderschuhe sind geheim. Also, to be continued.